Selbstverständlich bin ich dankbar, dass Bertolt Brecht uns so viele kluge Zeilen hinterlassen hat. Gute Nacht für euch alle. Und ja, ich bin natürlich immer jeden Sonntag dankbar dafür, weil da ist immer Bertolt Brecht ein Sprechtag, aber auch sonst, wenn ich die große Bibel mit seinen gesammelten Gedichten durchblättere. Und heute gibt es ein Gedicht aus dem amerikanischen Exil geschrieben. Das Fischgerät. Er schreibt von sich und von seinem Sohn Stefan Brecht, der auch geschrieben hat, auch Gedichte geschrieben hat, nicht so berühmt wurde wie sein Papa, aber in Amerika geblieben ist nach der Immigration. Also nicht wieder mit der Weigel und mit dem Brecht, mit Mama und Papa nach Berlin zurückgekehrt ist. Also sie sind über die Schweiz nach Berlin zurückgekehrt, aber er ist in Amerika geblieben, der Stefan Brecht. Ja, das Fischgerät. Bertolt Brecht, geschrieben aus dem amerikanischen Exil 1943. In meiner Kammer an der getünchten Wand hängt ein kurzer Bambusstock, schnurumwickelt, mit einem eisernen Haken bestimmt Fischnetze aus dem Wasser zu raffen. Der Stock ist erstanden in einem Trödlerladen in Downtown. Mein Sohn schenkte ihn mir zum Geburtstag. Er ist abgegriffen. Im Salzwasser hat der Rost des Hakens die Hanfbindung durchdrungen. Diese Spuren des Gebrauchs und der Arbeit verleihen dem Stock große Würde. Ich denke gern, dieses Fischgerät sei mir hinterlassen von jenen japanischen Fischern, die man jetzt von der Westküste weg in Lager trieb, als verdächtige Fremdlinge. Bei mir eingestellt, mich zu erinnern an manche ungelöste, aber nicht unlösliche Frage der Menschheit. Und bei so einem Gedicht bin ich überzeugt, dass Brecht und noch einige andere berühmte Lyriker und Lyrikerinnen prophetische Gaben gehabt haben müssen. Es trifft so zu, diese Frage nach, wer ist fremd, wo, wer kommt, wohin, weshalb, will dort bleiben, darf nicht bleiben, ist nicht geduldet, ist erwünscht, ist nicht erwünscht. Fragen, die es schon immer gab in der Menschheitsgeschichte, dass Leute von A nach B gezogen sind, zogen mussten, angefeindet wurden, dann trotzdem aufgenommen wurden. Tja, wahrscheinlich muss das ganze Dilemma so sein, genauso wie es ist, aber es ist kein schönes. Ich wünsche euch eine gute Nacht, der Sonntag ist ja schon vorbei. Aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag und wir sehen uns gleich wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut.